heu miteinander, heuer sind Wahlen und wir von unseren Kindern haben jetzt auch noch ein paar Fragen an die Kandidaten. Welche Superkräfte würden ihr gerne haben? Das ist eine gute Frage. Es gibt einige, aber spontan denke ich, wäre Fliegen ziemlich cool. Könnte man überall eingehen. Ja. Ja. Ich würde gerne Zeit reisen können. Einmal in die Vergangenheit reisen, mal schauen, wie es früher war. Ja. Die Zukunft ist sicher auch spannend, aber ich finde so Vergangenheit immer noch spannend. Ich interessiere mich generell für alles, was also so im Mittelalter oder früher ins Mittelalter war. Zeitreisen wäre cool. Also, was sind denn eure Hobbys? Oder sind ihr so spezielle Freizeitaktivitäten? Ja, also ich habe einen ganzen Haufen Hobby. Ich mache ganz viel Sport. Ich bin viel draußen. Ich laufe gerne mal, renne gerne mal einen Trisoberg rauf. Und dann habe ich Landschildkröten im Garten. Einen ganzen Haufen, wo wir halt auch kleine cool. Babys haben. Jedes Jahr. Und das ist ein intensives Hobby. Und du, Natascha? Ja, bei mir eigentlich auch vor allem Sport. Ich bin in Frau Bezigalina, spiele Volleyball. Eigentlich so Vereinsaktivitäten und so, so Fitness, verdossen, gerne in der Natur, Skifahren, Laufen. Einfach etwas zum Kopf abschalten, das ist meistens gut. Ja. Wo seid ihr in die Schule gegangen? Ich bin Primarschule in Eule gegangen. Und nachher... Das bin ich auch gegangen. Schon? Ja. Gibt schon viele. Und nachher bin ich in die Realschule zu Verdutz gegangen. In die alte noch, jetzt gibt es ja ein neues Gebäude. Ja. Ja, ich bin im Haberfeld in den Kindergarten gegangen und dann sind wir in die Schweiz gezügelt und bei den Zäflern in die Primar- und Sekundarschule. Haben ihr ein Motto, ein spezielles Motto oder so einen Werbespruch für euch? Also ich habe einen Werbespruch für meine Firma, das ist so Vertrauen in Kompetenz, aber für mich selber habe ich so ein Lebensmotto, dass man, wenn man positiv ist, einem auch etwas Positives entgegenkommt. Ich finde, es gibt einen Haufen gute Sachen, aber das, was ich mir jetzt so überlegt habe, was ich dazu gesehen habe für den Gemeinderat, ist, bleib dir selbst treu. Es ist mir ganz wichtig, dass ich will das so sein, wenn ich bin, mich nicht verbeuge und auch einen Weg zeige, wenn ich die Gemeinde einbringen darf. Was täten ihr für uns Kinder im Gemeinderat machen? Ich finde, dass für uns noch wieder mehr Gemeinschaft war am Morgen. Und da finde ich auch wichtig, zum Beispiel eben, dass im Städtli mehr gewacht wird. Da soll es auch Angebote geben für Kinder und für die Jugendlichen, wo sie sich treffen können. Vielleicht auch irgendwie mehr Aktivitäten stattfinden und für uns wird ich mehr einsetzen. Du? Ich finde es wichtig, dass Kinder sicher in die Schule kommen. Das ist natürlich die Schulwegsicherung, ist ein Thema. Ja. Dann aber auch, dass er gute Schulplätze hat, also dass er schöne sagen jetzt auch Gebäude, dass die modern sind, auch von der Infrastruktur her, dass die Gemeinde sich einen Teil kann leisten kann. Und das Nächste ist sicher, dass ihr, wenn ihr auch grösser seid, wenn ihr werdet nur mal erwachsen, geht ja wahrscheinlich nicht mehr so lange, aber dass ihr auch in ein Lebens- und Wohnenswertes von dort hineinkommt, wo sich auch weiterentwickelt, der Generation anpasst. Ja.